Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute wieder mit zwei Duell-Replays von Yu-Gi-Oh! Pro. Und ich fange mal direkt mit dem ersten an. Was ein Win über Montagedrache ist, wie ihr gleich sehen werdet. Starthand wie folgt. Zocke hier wieder gegen absolutes Noob-Deck, wie so oft auf Yu-Gi-Oh! Pro. First Turn hier Game nachgezogen und Card Trooper trifft Dandelion. Nicht verkehrt. Und gleich noch Blaster beschworen. Und da suchen wir uns einen Montagedrachen raus, indem wir den Redox entfernen. Er settet hier Magische Zylinder und Whitestone of the Legend. An der Stelle denke ich mir, okay, was auch immer hier liegt, ich rupp's einfach weg mit dem Black Rose Dragon. Können uns alles suchen im Dragon Ruler, Trümmerdrachen und Montage. Und dann wird das Feld einfach mal gecleant für Montage, der mit Blaster direkt angreift für Good Game in meinem zweiten Zug. Nicht verkehrt auf jeden Fall, Montagedrache. Gefällt mir sehr gut. Also solltet ihr mal austesten, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vor allem im Blue-Eyed Dragon Ruler, denke ich mal, eine sehr, sehr interessante Karte. Und das zweite Replay, was ich hier für euch noch habe, ist mal gegen Anti-Deck. Ich denke mal, er hat sein Deck extra so gebaut, dass gegnerische Decks wie Dragon Ruler und so keine großartigen Chancen haben. Ist dann aber mehr oder weniger in die Hose gegangen hier. Fangen wieder an mit dem gesegneten Schwert und Card Trooper. Diesmal nicht so prall getroffen. Hier noch ein Trade-In auf der Hand und ein White Stone. Jetzt liegt ein Rai-O. Jetzt könnten wir uns durch den White Stone nicht suchen. Also mein allererstes Ziel ist jetzt erstmal den Rai-O wieder wegzukriegen. Drastic Drop-Off hier. Knallt mir Blaster in den Friedhof. DDR geht ins Dark Bribe. Card Trooper von oben. Der millt nochmal drei. Und dann haben wir die Chance auf zwei Dragon Ruler, was uns Dragosack macht. Er muss natürlich seinen Rai-O anbieten und dann können wir den Steineffekt nutzen, um Trade-In und Karten des Einklangs zu spielen, ziehen noch Game nach. Ja, die beiden greifen an. Er hat noch MST, um unser Game zu zerstören. Und settet ein Horn. Tempest geht wieder auf die Hand. Card Trooper Effekt. Und wieder Montagedrache am Start. Der geht diesmal hier ins Horn, aber zu viele Dragon Ruler im Friedhof, als dass er noch was machen könnte. Und das Feld wird dann einfach voll geswarmt hier. So, dass er dann mit seinen 4700 Life nichts mehr anrichten kann. Ich hoffe, die Replays haben euch gefallen, YouTube. Wenn ja, bleibt wie immer dran. Euer 66 Blake.